Herzlich willkommen! Ah, Kamito ist da. Hallo, hallo, hallo. Ja, es gibt was Neues zu berichten, Leute. Wir spielen heute Jumbird. Das ist nämlich mein Lieblingsspielmodi. Und wir gehen das nochmal F5. Boah, ich habe jetzt sau lange kein Minecraft mehr gespielt. Und dieses Projekt Zero, ne? Das hat mich irgendwie angespornt, dass ich doch mal wieder Minecraft spielen sollte. Und ich habe auch mega Bock, hier Minecraft zu spielen. Besonders, weil das hier mein Lieblingsspielmodi ist. Auf dem Team Molia Server natürlich Jumbird. Yeah. Und ich mache das Projekt ja nicht nur so, sondern ich werde hier Fragen beantworten, wie ich es damals mit dem Leon gemacht habe. Mit dem 1-2 Gamer HD. Der momentan nur noch CSGO spielt und deswegen wir kaum Kontakt mehr haben. Ja. Da, das war's auch schon. So, Leute, dann wollen wir doch mal in eine Runde reingehen. Hey, das ist so die Mitte, ne? Ich will einfach mal Zufälliges nehmen mit dem Schwert. Ach, komm mal her. Warten auf die... Ich will keinen Gegenspieler. Nein, ich will keinen Gegenspieler. Du hast die Warteschlange genutzt. Nee, ich will Herausforderung deaktivieren. Hä? Ich dachte, das wäre dieses Random-Portal. Ist das nicht gar nicht? Warte, wie komme ich hier raus? Warten auf Gegend. Okay. Okay, das lasse ich doch mal lieber weg. Deswegen suchen wir hier mal eins. Was haben wir denn? Wo ging das denn? Nur noch nicht von dir gespielte Jump-Mons anzeigen. Okay, dann machen wir das immer auf deaktiviert. Und was war das hier? Okay, dann. Was suchen wir denn überhaupt? Soll ich einfach mal Buchstabe A? Oder S? Wir nehmen S. Weil vielleicht kommt da was Cooles. Okay, dann Motorversagen. Dann spielen wir heute mal Motorversagen. Und ja, da können wir eigentlich direkt... Ah komm, ich erzähle erstmal was, ja? So, wieso in der letzten Zeit kein Videos kam? Ja, ich bin ja umgezogen, wie vielleicht manche wissen. Nach Düsseldorf. Ich kann die Stadt ruhig sagen, weil... I don't give a fuck. Weil ich denke mal nicht, dass ihr mich hier finden werdet in Düsseldorf. Und, ja, was mache ich hier in Düsseldorf? Ja, das sage ich euch jetzt doch lieber nicht, sonst wird es mir zu sehr privatig und so, ne? Ihr wisst Bescheid, Privatsphäre ist sehr, sehr wichtig, vor allem für mich. Ja, ich bin umgezogen, habe noch ein paar Möbel gekauft und so und dann, was habe ich denn dann gemacht? Ja, dann habe ich auf jeden Fall einen Nebenjob noch gehabt, kurzzeitig zumindest. Und zwar als Kellner. Yeah, als Kellner. So, das hat mir natürlich so viel Spaß gemacht, dass ich nach 3 Monaten gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, weil es mir zu viel Zeit kostet und ich schaffe es eigentlich auch ohne das Geld. Deswegen komme ich eigentlich ganz gut klar. Steht da denn, ob ich jemals wieder nach Hause finden werde? Oh, ein Flugzeugabsturz. Oh ne, ich sehe schon Leitern. Oh, bitte keinen Leitersprung, ich kann den nicht, Leute. Ja, auf jeden Fall das. Und, oh Leute, ich habe so viel Zeit in Dead by Daylight reingesteckt. Und morgen ist der 31. Oder ist er heute? Ja, morgen ist der 31. Und da kommt dann das neue Update von Dead by Daylight raus. Und da freue ich mich mega drauf, Leute. Ein neuer Killer und eine neue Map, einen Überlebenden. Was möchte ich denn bitte mehr? Und ich habe ja meine Switch, ne? Und die ist echt im Dauermodus an. Muss ich so runter? Ist das ein Schleim? Nee, achso, ein Portal. Nanu, wo bin ich denn gelandet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein Goldblock. Dort ist die Wand eingerissen. Hm, vielleicht kann ich. Vielleicht kann ich ja da durch, Leute. Nee, kann ich. Ah, ich habe eine Enderperle. Oh. Wow. Ja, geil, ne? Habe ich mich direkt aus der Map gebackt. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Shacky. Und top. Super, bin draußen. Ja, und deswegen habe ich mir hier schon mal ein paar Fragen rausgesucht. Und zwar, eine kommt von Dr. Levi 173. Und er fragt mich, was ist dein Lieblingsspiel auf der Switch? Und was gefällt dir da drauf?
Was? Achso, was fehlt dir? Was fehlt dir? Okay, fangen wir erstmal mit meinem Lieblingsspiel auf der Switch an. Ich würde einfach mal sagen, das ist das Spiel, wo ich die meisten Spielstunden habe. Ich guck mal ganz kurz drauf. Ich glaube, es ist tatsächlich The Legend of Zelda. So, da habe ich insgesamt nur 85 Spielstunden, weil, keine Ahnung, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Ich würde es echt nie als mein Lieblingsspiel bezeichnen, obwohl es echt mega cool ist. Pokémon war eine große Überraschung, weil ich dachte, das wird mir überhaupt null Spaß machen. Ich habe den Checkpoint nicht. Überhaupt keinen Spaß machen, dieses die ganze Zeit werfen und so. Aber es macht echt Laune, Leute. Es hat mich echt überzeugt. Hat mich echt gut überzeugt. Und ich bin runtergefallen. Hopp. Hopp. Und hopp. Außerdem spiele ich zurzeit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist auf der Switch, weil da gibt's alle DLCs sind dabei, ja, für ich glaube 50 Euro. Also ich habe im Japan Store bezahlt. Deswegen, ich glaube 55, also ne? Ich habe nicht alle Punkte ausgegeben, aber ich musste 55 Euro zahlen, damit ich überhaupt da Punkte habe. So, hä? Roter Boden, ey. Oh, hasse ich ja. Hey, und was ist das hier? Achso. Gott, ich hasse Leiter, ne? Ja, das habe ich auch gespielt, weil es kommt ja erst hier im August raus, ne? Das finde ich halt heftig. 20. August und in Japan ist es schon seit April draußen, glaube ich. Und seitdem habe ich es auch. Ja, das macht mir auf jeden Fall zurzeit sehr viel Spaß. Der Sprung hier allerdings nicht. Gibt es einen Trick? Bin irgendwie zu blöd, glaube ich. Mann, ey. Dann habe ich noch Sword Art Online für die Switch. Das ist endlich auch so ein Spiel. Das macht immer nur so zwischendurch Spaß. Ich hätte es mir vielleicht doch nicht kaufen sollen, obwohl ich da endlich auch schon 40 Spielstunden drin habe. Also würde ich jetzt schätzen. Ich glaube schon. Das sehe ich erst in 4 Tagen. ja, was habe ich denn noch für die Switch? Xenoblade Chronicles, auch nur 40 Stunden. Also irgendwie halten mich die ganzen Spiele nicht allzu lange. Guck mal, Zelda hat mich doppelt so lange gehalten, ja. Und der Rest schafft es irgendwie nicht. Obwohl Pokémon hat auch 65 Spielstunden. Ne, obwohl man schon nach 20 Stunden mit der Story fertig ist, ist das echt schon eine Leistung. Ey, Alter. Gibt's hier einen anderen Weg? Ich will das nicht machen. Ich hasse Leute, ich weiß nicht, wie das geht. Ah, ja. Hopp. Oh, Alter. Was fehlt dir auf der Switch? Oder habe ich irgendein Spiel vergessen? Ich guck mal ganz kurz. Stardew Valley habe ich natürlich auch gespielt, 45 Spielstunden. Aber habe ich halt auch schon über 100 Stunden auf Steam. Final Fantasy 9 habe ich gespielt. Aber auch nicht sehr lange, 10 Stunden, nee, 5 Stunden oder länger, zumindest. Und Super Smash Bros. Ultimate natürlich, aber auch nur 40 Stunden oder länger. Ja, das sind so meine Spiele, die ich zurzeit habe. Ja, die Switch ist auf jeden Fall jeden Tag aktiv, würde ich fast sagen. Oh, Alter, boah, das sind hier kranke Sprünge, ne, Leute. Ach, endlich. Oh, Checkpoint, ich fasse es nicht. Stelle ich bestimmt auch schon wieder saublöd an, ne? so, was? Oh, nein. Nee. Nee, nee, nee. So, und hopp. Und hoppi doppi. So, hoch. Und da hoch. Och, Alter. Hä? Warte. Sneaken kann ich. Ja, sneaken kann ich. Okay. Was fehlt dir an der Switch? Ich würde sagen, mir fehlt auf jeden Fall Netflix, weil ihr wisst ja, ich bin ja richtig... Ach, vielleicht wisst ihr es gar nicht. Ich bin ein richtiger Serien-Nerd. Serien-Junkie, würde ich es eher betiteln. Und zwar wirklich richtig. So. Da kann ich echt einen Roman erzählen. Ja. Netflix fehlt mir... Was fehlt mir denn? Ja, mehr Online-Möglichkeiten hier. Mario Party zum Beispiel. Das ist ja ein Witz mit dem Online-Mode, ne? Dass man dann nicht alle
75 Stunden gehen kann, sondern nur so 10 oder so. Was ist passiert? Wo bin ich hier? Ist ja Angst. Ohne Hexe. Töte mich. Hier sieht es auch nicht besser aus. Ja, da hast du recht. Da hab ich recht. Springen. Oh Gott. Okay, ich springe. Ich springe genau. Nicht dahin. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß es nicht. Ich hab's geschafft. Sehr geil. Und? Was ist das denn hier? Ja, ich weiß gar nicht, was mir noch so fehlt an der Switch. Vielleicht auch noch so Errungenschaften, wie Steam und sowas hat. Das fände ich ganz cool. Wieso wird man auf Wolle so langsam? Und wie soll man da hochkommen? Boah, Alter, was ist das denn hier? Okay, den hätte ich vielleicht geschafft. Da, da. Hopp! Ah, perfekt. Und hopp. Hopp! Ah, oh, super. Gut. Gut gemacht. Ach, ich habe mir auch World of Final Fantasy gekauft. Aber das Spiel fand ich nicht so geil. So, ein Vulkan! Ah, aus Wolle. Müsste der nicht verbrennen. Und hopp. Nächste Frage. Wie war dein Tag? Mein Tag war ganz entspannt. Und Nervenaufreibend. Kann nicht mehr sprechen, Leute, sorry. Auf jeden Fall war ich fertig mit meiner Welt, als Pizmeet in Suro gekillt worden ist. Also außer Peter, ne? Das fand ich schon ein bisschen traurig, weil die waren ganz lustig. Und Fabo und Basti und Danny haben den dann getötet. Beziehungsweise 4. Plus dadurch nicht. Plus, wie heißt er jetzt? Dalukat. Fand ich schon ein bisschen schade. Weil da geht's nicht wirklich um Roleplay, sondern um Varo. Varo 5. So. Was German Let's Play nicht schafft, macht ungespielt jetzt. Und hopp. Super. Oh Gott. Ich will hier nur von der Wolke. Oh, nee, hier habe ich verkackt, ne? Alter. Gibt's einen anderen Weg? Scheiße. Scheiße. Und wieso wird man hier so langsam? Das verstehe ich einfach noch nicht. So, hopp. Und hopp. Wieso bin ich jetzt nicht langsam? Ich bin aber zu blöd, um da runter zu springen. Ja, das habe ich auch geschenkt. Oh, Serientipps. Fragt mich Frank XD11. Fragt mich nach Serientipps. Oh Gott, was habe ich denn jetzt letztens geschaut? Ich habe Shadowhunters zu Ende geguckt. Game of Thrones zu Ende geguckt. Wo ich echt sehr, sehr schade finde, dass die Staffel so schlecht war. Also ich bin echt riesiger Fan von Arya, ja. Und ich finde es auch mega cool als Arya-Fan, wenn die den Nachtkönig getötet hat, ja. Das war schon mega cool, ja. Aber danach alles, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und auch während der Schlacht, ja, da ist niemand also 5 Leute vielleicht gestorben, ja. Da hätten viel, viel mehr sterben müssen, finde ich. Und bei dem Krieg gegen Cersei, ja, da hätte dann Daenerys auch einfach direkt alle töten können, ja, und nicht, ne, als sie da 10.000 Skorpione hatten. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Alter, diese Folge, die dauert ja jetzt schon allein schon 20 Minuten. Okay, vielleicht 15. Mann, ich dachte, ich schaffe mehr Jump'n'Runs in einem Part. Aber das wird ja hier nichts, wenn ich so schlecht bin. Warte, ich probier's so. Och, Alter, ich... Mann, wieso bin ich so schlecht? Ich weiß es nicht. Zurück zu GOT. Und dass Jon Snow, ja, Daenerys killt. Okay, fand ich in Ordnung. Aber ich war nur traurig über Daenerys Tod, ja. Das war eher traurig, wo der Drache dann gekommen ist.
und dann Daenerys toten Körper angestupst hat. Was ist los? Wie so ein Hund. Ne? Das fand ich mega emotional und da hatte ich auch leichte Tränen schon im Auge. Alter, ist ja schon braun. Ich hab den mal ich von hier. Alter, das sind ja alles nur diese Scheißsprünge, oder? Kann ich eine Abkürzung nehmen? Ja, kann. Ja, kann ich. Danke. Och, nee. Alter, dieser scheiß Vulkan, ne? Und hopp. So. Was habe ich? Shadowhunters habe ich zu Ende geschaut. Mega cool. Das Ende war ein bisschen kurz. Also, ne? Keine Ahnung, es war so abrupt. Weiß ich auch nicht, ja. Es war halt komisch. Dann habe ich noch... Also ich schaue momentan noch der Denlak Clan. Also Dynasty im Englischen. Und das unterhält mich echt mega. Was gibt's noch für Serien? Ich weiß es gerade echt überhaupt nicht. Riverdale. Ne, ist ja jetzt gerade erst Staffel 3 zu Ende. War in der Mitte sehr, sehr schwach, fand ich. Das Ende war aber echt cool. Die letzten 3 Folgen waren mega spannend. Was habe ich? Ich habe diese komische Schiffs-, also Kreuzfahrtserie, wo so ein Mord drauf passiert ist, mit Ivana von The Geneva Chronicles gesehen. Die war auch mega gut, fand ich. Ich bin da eh so ein Schiffs-Fan. Und, ach, als ob ich von neu machen muss. Nee, muss ich gar nicht. Die war auch cool. Sonst, oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, am Bürger Akademie kam ja auch irgendwann, fand ich nicht so geil, weil ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, und zwar, dass da so besondere Kinder auf eine Schule gehen, ja, und nicht da irgendwie die Welt retten auf einmal, obwohl die nicht einmal in so einer Akademie drin waren, aber deren Haus heißt einfach nur Akademie, das fand ich schon ein bisschen schade, habe ich trotzdem zu Ende geguckt. Titans? Habe ich Titans? Ja, ne? Ich meine, ich habe Titans geguckt. Die Netflix-Serie. Ja, habe ich? Habe ich. Ja, habe ich. Mit Lowry, glaube ich. Ja, habe ich gemacht. Oh Gott, ich weiß schon fast gar nichts mehr, was ich überhaupt geschaut habe. In den letzten paar... Ich habe Supergirl wiederholt. Wegen der 4. Staffel. Die läuft da gerade auf ProSieben Fun. Schaue ich mir momentan nicht an, weil ich habe kein ProSieben Fun. Da muss ich warten, bis die entweder auf Netflix, Amazon oder irgendwann auf ProSieben läuft. Beziehungsweise auf Zix. Was gab's noch für Serien? The 100 ist ja jetzt rausgekommen, ne? Muss ich sehen. Muss ich nur noch gucken, wo. Sonst käme die Staffel, glaube ich, erst nächstes Jahr raus. The Magicians ist auch mega cool, Leute. Also für Serientipps, ja. Das geht um Magie. Oh, The Order. The Order kam ja auf Netflix raus. War auch mega geil. Mega geil. Habe ich 9 von 10 Sternen gegeben. Weil ich mochte den Hauptcharakter nicht. Aber den Rest fand ich echt mega cool. oh Gott, ich habe diesen komischen Film da gesehen, ne? Mortal Engines mit dem Krieg der Städte. Das war... Oh, verschwendetes Geld. Es war echt irgendwie richtig langweilig. Keine Ahnung. Vielleicht lag es auch an den Hauptcharakteren. Aber ich fand das sau langweilig, ey. Man, kein Wunder, dass... ne? dass die Leute das nicht so geil fanden, den Film. Ich fand den auch nicht so geil. Weil der Trailer, der sah ja schon sehr, sehr bombastisch aus. Und irgendwie war es dann doch nur langweilig. Langweile pur. Ich würde mal ganz gern durch meine Notizen gucken, was für Serien ich geschaut habe. Oh Gott. What If habe ich geschaut. What If mit so einem Typen aus Glee und Supergirl.
Der war der Hauptcharakter, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ach nee, das Mädchen war. Die Frau von ihm war vielleicht der Hauptcharakter. Ah, auf jeden Fall war das mega cool. Da ging es darum, dass eine ein Buchladen hatte. Oder? Hatte die einen Buchladen? Die wollte irgendwas. Die hatte irgendwas, ja? Ach nee. Nee, nee, die hatte keinen Buchladen. Die hatte so eine Firma. Emergence oder sowas, ja? Und die war kurz vorm Bankrott, ja, weil die hatten kein Geld mehr und so. Und da ging es um darum, jede Krankheit zu heilen. Und dann kam so eine reiche Tusse und hat denen Geld gegeben, ja? Im Gegenzug eine Nacht mit ihrem Mann. Ja. Und seitdem gibt es nur noch Komplikationen. Und ja, darum handelt es sich eigentlich. Sind glaube ich 10 Folgen, also kann man schnell schauen. Okay, vielleicht 10 Stunden, ja. Endlich habe ich es gefunden. Oh, danke. Mein Haus. Oh, ich bin zu Hause. Oh, bitte, bitte lass es jetzt sein. Ich will nicht mehr. Och nee, hier geht's wieder raus. Ich fasse es nicht. Dann habe ich natürlich noch The Rain gesehen. The Rain 2, Staffel 2 natürlich. Staffel 1 habe ich ja schon gesehen. The Rain Staffel 2 war... Ja, hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert, als Lord Voldemort seinen Mantel so irgendwie in 10.000 Franzen lenken konnte. Weil der Junge, der konnte auch irgendwie seine Nanoroboter, das sieht so aus wie Nanoroboter, so losschicken und die Leute töten. Das ist auf jeden Fall komisch gewesen. Keine Ahnung, ja, das war echt weird. Dann habe ich noch The Society gesehen. Da ging es um Teenager, die auf einmal allein in der Stadt leben und deren Eltern verschwunden sind. Ich hoffe, da gibt es noch eine zweite Staffel von, weil die war echt mega cool. Mega geil. Habe ich mir auch hintergeschrieben. Top. Top, top, top. Unbedingt zweite Staffel schauen. Ich kann mich nur fast nichts mehr erinnern. Also zumindest nicht mehr an Charakteren, die da drin gespielt haben. Doch, doch, an eine. An eine Blonde erinnere ich mich gerade. Ja, es sind einfach zu viele Serien, die ich momentan geschaut habe. Und das Traurige ist, ich weiß nie einen Namen. Ich habe eine Serie durch und denke mir dann so, wie hießen die nochmal? Vielleicht liegt es auch daran, dass man die Serien direkt guckt, ja? Und also komplett direkt guckt und nicht so über einen Zeitraum wie Riverdale jede Woche. Da merkt man sich die Namen halt besser. Oder Walking Dead oder so. Aber nicht, wenn man die direkt hintereinander schaut. Finde ich jetzt. So, und was habe ich? Lucifer! Lucifer! Staffel 4 habe ich geschaut. Oh, mega geil, Leute. Ich hoffe wirklich, es kommt noch eine Staffel 5. Ich habe 9,8 Lucifer Staffel 4 bewertet, weil ich... Oh, Lucifer ist echt so ein... Generell Lucifer habe ich jetzt erst neu für mich entdeckt. März, glaube ich, habe ich angefangen, Lucifer zu schauen. Ab Staffel 1. Und wow, das war echt... Boah, ich war echt glücklich, dass ich diese Serie geschaut habe. Weil der Typ, der hat ja schon ein bisschen dreckigen Humor. Das finde ich auch lustig. Und ja, keine Ahnung. Fand ich mega cool. Mega cool. So, dann. Ah, oh Gott, ich habe auch noch Big Time Rush so für zwischendurch geschaut. So eine Kinderserie. Ich liebe ja auch Kinderserien. Ich liebe irgendwie alle Serien, Leute. Also. Ne? Deswegen habe ich auch Hüter in der Wahrheit 2 geschaut. Hüter in der Wahrheit Teil 1 war jetzt nicht ganz so cool. Aber ich dachte vielleicht, zweiter Teil, wow. Wieso kriegt so ein Film einen zweiten Teil? Und das frage ich mich jetzt immer neu. Und ich frage mich, ob es einen dritten Teil geben wird. Ich finde persönlich, es hätte sich keinen dritten Teil verdient. Weil es wirklich mega grottig. Mega grottig. Zwar sind die Bilder immer schön, so die Szenen und so, aber irgendwie, oh, war es auch nicht mehr so meins. Keine Ahnung. Und ich brauche hier schon
fast 20 Minuten, über 20 Minuten für so einen scheiß Jump One, wo Leute nur 6 Minuten oder so gebraucht haben, glaube ich. Weiß ich gerade nicht mehr. Ich würde gerne. Ach, Alter. Ja, ich spiele auch heute wieder zum ersten Mal Minecraft seit 4 Monaten? 4 Monaten kommt, glaube ich, hin. Und hopp. Ja, warte. The Last Summer habe ich geschaut. Mit meiner Freundin. Und... Oder? Ja, doch mit meiner Freundin. Ich muss kurz überlegen. Weil ich hatte gerade The Perfect Date im Kopf. Aber das war ja sau langweilig, ne? Das habe ich auch geschaut mit meiner Freundin. The Summer... Was? Wie hieß es? The Last Summer. Fand ich halt interessant, weil ich ein Fan von der Schauspielerin da bin. Ach Gott, mir fällt da gerade der Name nicht ein. Die hat auch bei The Foster mitgespielt. Und die ist echt hübsch. Oh, Maisie Williams ist ja hier, Arya Stark. Ah, ich weiß gerade nicht. Ach, scheiße, wie hieß sie denn nochmal? Hä? Boah, Alter, ich krieg's nicht hin. Das ist ja ein scheiß Dingsbums. So, auf jeden Fall hat die von The Foster, die Hauptcharakterin, mitgespielt. Und Archie aus Riverdale. Und ja, worum es da geht, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die waren mal Ex-Freunde. Also Ex-Freundin, Ex-Freund. Und so, ja. Och man, Leute. Wieso bin ich so schlecht in Jump'n'Runs geworden? Richtig scheiße. Mann, ich hätte was anderes aufnehmen sollen. Aber ich liebe Jump'n'Run. Ich möchte eigentlich immer noch gerne jedes Jump'n'Run hier zumindest probiert haben. Oh, endlich. Ah, ich hätte hier in die Leiter springen müssen. Nein. Quicksand? Auch ein kleiner Geheimtipp. Habe ich mir zumindest hintergeschrieben, Geheimtipp. Aber ich weiß echt gar nichts mehr von Quicksand. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, was da drin passiert ist. Oder irgendein Bild beschreiben. Weil ich weiß gerade gar nichts mehr über Quicksand. Ich glaube, das ist irgendwie ausgestorben bei mir. Oh Mann. Muss ich da diesen komischen Doppelsprung machen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, wieso weiß ich nicht mal, was in Quicksand war? Ich glaube, ich muss mir dafür ein Bild anschauen. Ich schaue mir mal kurz ein Bild an. Das dauert ja hier eh so lange, ne? Google Quicksand Serie. Okay. Ach, das war das mit der. Ah, okay. Da ging es um ein Mädchen, was super gut in der Schule war. Und auf einmal kam dann ein neuer Junge und die hat ihre Welt irgendwie so gesehen zerstört, würde ich fast sagen. Weil sie wird auf einmal drogenabhängig und so. Und ja, auf jeden Fall eine spannende Serie auf jeden Fall. Ah ja, da geht es dann auch noch um so einen Amoklauf. Also war schon mega heftig, die Serie. Ist auch nur eine Weiterempfehlung. Lucifer habe ich... Dann muss ich natürlich auch noch Animes schauen. Die habe ich im März geschaut, oder? Ja, im März. Dann Machi habe ich wiederholt. Und dann direkt Staffel 2 gesehen. Wo es dann nur um dieses Mädel da geht. Und ja, war auch cool. Der Machi ist eh so cool. So ähnlich wie Sword Art Online. Nur irgendwie etwas cooler, finde ich. Die Kämpfe sind auf jeden Fall cooler gemacht. Es wird dann online, waren dann so die Kämpfe, ja. Waren eigentlich auch schon ganz schön cool. Aber es waren zu wenig Folgen. Mann, das ist mein Problem mit Sword Art Online. Die hätten da für jede Ebene irgendwie 3-4 Folgen. Oder Staffel machen können. Erste Ebene, eine Staffel, also 100 Staffeln insgesamt. Das hätte mich befriedigt. Soll ich da an die Leiter springen? Ich weiß nicht, ne? Oh, Alter, ich bin einfach echt blöd, Leute.
Es tut mir leid, aber ich habe gleich auch die Serien durch. Dann habe ich eine OA gesehen, Teil 2. Da geht es um ein Mädchen, was eine Nahtoderfahrung erlebt hat. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und sie übernimmt andere Körper auf einmal. Zum Beispiel, zumindest in Teil 2. Und dann gibt es da noch irgendwie so komische Ritual-Tänze. Und ja, war auf jeden Fall cool. Oh Gott, ich hab's geschafft, Leute. 27 Minuten, ey. Ich fass es nicht. Komm, Kreativität war okay. Komm, ich geb den mäßig? Ach, hier ist gut. Weil, lol, die haben das umgeändert, ne? Sprünge waren mir zu schwer. Optik war eigentlich auch ganz gut. Ja, cool. Dann verlassen wir mal die Jump'n'Run. Oh, das war ja schwer, ey. Möchte ich nur irgendeine Serie hier raus? Ich guck mal ganz kurz, ja? Ja, hab ich drüber gesprochen. Ja, ich glaube, das war's dann eigentlich auch. Ja, okay, Leute, ne? Das war's mal wieder mit einer Runde Jumpelt. Ich versuch... Oh, lol. Ich sag gerade, hey, der sieht ja fast so aus wie ich. Aber tut er ja gar nicht, aber der ist auch süß. Ja, der ist auch süß. So, flauschiges Sunny. Sunny, Party DLL. Auf jeden Fall, ich versuche, dass sonntags jetzt hier immer eine Folge Jumpelt kommt. Weil eigentlich mag ich Jumpelt sehr, sehr gerne. Das heißt, diesen Sonntag wird auch nochmal Jump World kommen. Und vielleicht mache ich auch mal wieder ein bisschen PvP-Sachen. Minispiele, vielleicht auch mal irgendwann wieder ein Projektchen, ne? Das wäre mega cool. Suro ist echt cool. Auf jeden Fall ist das cool. Ja, Leute, ne? Das war's. Haut rein, bis dann, euer Kamido. Bis dann, ciao, tschüss.